Mehrere Anwohner meldeten bereits am Donnerstag, den 20. Juli 2023 gegen 9.54 Uhr, es brennt in der Nähe von Wehr und schickten die ersten Bilder einer dunklen schwarzen Rauchsäule per Messenger zu. Schnell konnte lokalisiert werden, dass es auf der Kreismülldeponie Lachengraben ein größeres Feuer geben muss, welches die Polizei bestätigte und mitteilte, dass sie erst wenige Minuten zuvor um 9.49 Uhr von der integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst darüber informiert wurden. Schnell war die hohe und schwarze Rauchsäule auch vom Hotzenwald aus sichtbar und deutete auf ein größeres Brandereignis in der Kreismülldeponie hin. Die Aufnahme entstand um 10.05 Uhr. Erst Ende Dezember gab es in Wehr bereits einen Großbrand mit einer mächtigen Rauchsäule. Am 30. Dezember 2022 brannte die Firma Jumbo in einem Flammeninferno nieder. Damals war die Rauchsäule noch dunkler und höher, wie man sie nur selten zu sehen bekommt. Übelriechender Gestank meldeten Anwohner aus Wehr. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es bei Häckselarbeiten von Sperrmüll zum Brandausbruch gekommen. Möglicherweise ist hierfür ein technischer Defekt der Maschine ursächlich, so die Polizei. Eine sich entzündete Batterie im Häcksler könnte hierfür die Ursache sein. Dies ist offiziell aber noch nicht endgültig geklärt. Wie Karl Thomann, der Betriebsleiter der Kreismülldeponie, mitteilt, sei es sehr wahrscheinlich, dass das Feuer im Zusammenhang mit einer Batterie stehe. Er nimmt an, dass sich eine im Sperrmüll falsch entsorgte Batterie durch Zerkleinern mit dem Häcksler entzündet haben soll und der Brand sich anschließend auf das ganze Gerät ausgebreitet hat. Das Feuer griff schnell auf den bereits gehäckselten Sperrmüll über. Während dies an dem 200.000 Euro teuren Häcksler schnell gelöscht werden konnte, musste der Sperrmüll lange und mühsam nachgelöscht werden, da sich dort noch Glutnester befanden, die immer wieder auflammten. Daher wurde auch ein Bagger hinzugezogen, um den Müll auseinanderzuziehen, sodass alle Glutnester gelöscht werden konnten. Durch den Brand wurde auch eine Halle in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird laut Polizei auf ungefähr 300.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Es bestand laut Auskunft der Feuerwehr keine Gefahr der Bevölkerung. Eine Warnmeldung wurde vorsichtshalber über Radio veröffentlicht. Wie Nicolo Bippo, Einsatzleiter und Kommandant von der Freiwilligen Feuerwehr Wehr, mitteilt, habe die Feuerwehr eine sogenannte NINA-Meldung vorbereitet, die sie veröffentlicht hätten, wenn die Einsatzkräfte es nicht so schnell in den Griff bekommen hätten. Bei einer NINA handelt es sich um eine Meldung über eine Warn-App, die die Bevölkerung über Gefahren informieren soll. Die Freiwilligen Feuerwehren Wehr und Bad Säckingen waren mit mehreren Abteilungen im Einsatz. Laut Feuerwehrkommandant Nicolo Bippo gelang es den 70 Einsatzkräften, schnell das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt waren 12 Feuerwehrfahrzeuge vor Ort, 7 aus Wehr, 3 aus Öflingen und 2 aus Bad Säckingen. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger war auch an der Einsatzstelle vor Ort. Auch der Rettungsdienst war mit 4 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Warnmeldung konnte vor 12 Uhr bereits wieder zurückgenommen werden. Die Feuerwehr war bis in den Nachmittag mit den Nachlöscharbeiten und dem anschließenden Nachrüsten beschäftigt. Laut dem Kommandanten sei es von Vorteil gewesen, dass die Feuerwehr auf der Kreismülldeponie inzwischen einen Wasserzugang habe. Sonst hätte wohl Wasser vom Rhein hochgepumpt werden müssen. Zudem sei die Feuerwehr sehr gut mit der Örtlichkeit vertraut. Am Lachengraben war es nicht der erste Brand. Bereits am 30. März 2022 musste die Feuerwehr dort löschen. Dieses Mal war der Brand jedoch größer. Die Deponie war vorübergehend für den Kundenverkehr geschlossen. Anlieferer wurden von Mitarbeitern der Deponie zurückgeschickt.